In Deutschland sind wir alle steuerpflichtig. Besonders die selbstständigen Unternehmer oder nebengewerblich Tätige müssen hier genau drauf achten, denn das hat einen großen Einfluss auf deren Gewinn oder Verlust. Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir das mit der Steuer machen können, wie wir die Steuer minimieren können. Ich gebe euch Tipps und Tricks an die Hand, die ich selber anwende, um die Steuer zu minimieren. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Freunde, wie angesprochen, gibt es heute für euch Tipps und Tricks an die Hand, wie ihr eure Steuer minimieren könnt und den Gewinn maximieren. Und alle diese Steuertipps und Tricks sind selbstverständlich legal. Jedoch bin ich trotzdem kein Steuerberater und darf euch auch nicht beraten. Falls ihr also verbindliche, steuerliche und rechtliche Angaben haben möchtet, kommt ihr nicht um einen Steuerberater herum. Der wird natürlich für eure Selbstständigkeit, für eure Branche dementsprechend genaue Steuerspartipps ausarbeiten. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, aber auch die Selbstständigkeit und Steuern, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video auch gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ja, Thema Steuern, Tipps und Tricks. Besonders jetzt zum Ende des Jahres merkt man schon, dass man einen gewissen Gewinn macht, dass man vielleicht sehr viel Gewinn macht. Und hier gibt es natürlich verschiedene Unternehmensformen, Rechtsformen, die auch natürlich steuerlich verschieden ja, bemessen werden. Zum Beispiel bei einem Einzelunternehmer wird die Steuer auf die Einkommenssteuer berechnet. Das heißt, alle Einnahmen kommen in einen Pott und dafür fällt eine Steuer an. Bei Kapitalgesellschaften wie einer GmbH ist das natürlich komplett getrennt von dem eigenen Gehalt und dem unternehmerischen Gewinn. Ja, deshalb ist das schon mal vorab wichtig zu wissen. Aber wir kommen am Ende nochmal dazu, ob es sich vielleicht irgendwann für dich lohnt, deine Unternehmensform oder deine Rechtsform zu ändern. Aber zuerst einmal die wichtigsten Sachen. Wenn du also in der Branche bist, dass du Onlinehandel betreibst, Waren verkaufst und kaufst, dann ist die wichtigste Sache und zwar die Investition in Waren. Investition in Waren ist das A und O in dem Falle, weil du dann dementsprechend deine Gewinne in neue Ware wieder einsetzt, investierst und dementsprechend dein Gewinn sich wieder minimiert und so dementsprechend auch die Steuer weniger wird. Ja, ganz wichtig zu wissen. Aber auch die Investition in dein eigenes Unternehmen, ja, ist super wichtig. In erster Linie denkt man, ja, das sind ja Ausgaben. Ja, Ausgaben für dein Unternehmen. Und diese sind mit Abschreibungen verbunden. Abschreibungen minimieren dementsprechend auch deinen Gewinn, um so weniger Steuer zu zahlen. Ja? Nur auf den Gewinn wird dementsprechend die Steuer berechnet. Deshalb muss man hier schauen, wie kann man seinen Gewinn klug und intelligent so zu investieren, um da dementsprechend das Ganze im Unternehmen als Verlust aussehen zu lassen, jedoch für dein Unternehmen natürlich langfristig gesehen das Ganze nur Positives hat. Und hier, wie gesagt, Investitionen in dein Unternehmen, was mit Abschreibungen verbunden ist. Und ich nenne mal einige Beispiele, zum Beispiel deine Büroausstattung. Du kaufst einen Stuhl, du kaufst einen Tisch, du kaufst dir vielleicht einen neuen Computer oder ein Handy, was du betrieblich nutzt. Das kannst du voll immer abschreiben, ja? Zu den Abschreibungsbeträgen, da kommen wir gleich. Und zwar werden diese natürlich selbstverständlich verschieden abgeschrieben. Es hängt von dem Warenwert ab, ja? Dinge, die bis 250 Euro wert sind, das Ganze ist immer netto zu bemessen, sind sofort abgeschrieben. Ja? Bis 250 Euro ist sofort abgeschrieben, taucht nirgendwo mehr auf. Investitionsgüter, die bis 800 € netto einen Wert haben, ja? Diese werden im gleichen Jahr abgeschrieben. Das heißt, wenn du die jetzt noch bis Ende des Jahres dir irgendwas anschaffen möchtest, vielleicht ein neues Notebook oder ein Tablet, dann kannst du das ganz einfach im gleichen Jahr noch abschreiben. Das gilt für dieses Jahr dementsprechend dann noch als eine Investition, als ein Verlust steuerlich gesehen und dementsprechend zahlst du auch darauf weniger Steuern. Sehr, sehr wichtig.
Aber da, wie gesagt, lass dich nochmal mit deinem Steuerberater, setz dich mal mit dem zusammen und besprech das Ganze, ob das für dich Sinn macht oder nicht. Aber in der Regel, alle Ausgaben und alle Abschreibungen, die du gewerblich nutzen kannst, machst du natürlich immer, ja, und solltest du auch machen. Des Weiteren kommen wir zu den Betriebsausgaben. Bei den Angestellten ist es unter Werbungskosten zu sehen. Wenn du ein Arbeitnehmer bist, dann weißt du vielleicht, dass du Werbungskosten in Höhe von 1250 Euro, meine ich, sind das, als Werbungskosten ansetzen kannst. Das sind zum Beispiel Fahrtkosten zur Arbeit. Das sind zum Beispiel irgendwelche Aufwendungen, wie zum Beispiel Arbeitskleidung und, und. Das sind alles Werbungskosten, die du steuerlich natürlich geltend machen kannst in deiner Steuererklärung. Hier geht es um die unternehmerische Seite und zwar, da sind das Betriebsausgaben. Da gibt es keine Grenzen. Du kannst so viele Betriebsausgaben haben wie nur möglich. Ja? Das minimiert natürlich in dem Falle genauso deinen Gewinn und lässt deine Steuer natürlich auch klein aussehen. Was sind zum Beispiel Betriebsausgaben? Auch hier, für alle Dinge, die mit dem Büro zu tun haben, zum Beispiel Arbeitsmittel und alles, kannst du alles als Betriebsausgabe geltend machen. Aber auch Telefonrechnungen, Internetrechnungen, weil du musst ja damit arbeiten. Geschäftsessen mit Geschäftspartnern, Werbung, die du für dein Unternehmen, für dein Produkt machst, alles steuerlich absetzbar. Fahrtkosten zu irgendwelchen Seminaren, alles steuerlich absetzbar. Generell solltest du dich immer, bevor du etwas, eine Ausgabe tätigst, ja, immer fragen, kann ich das irgendwie für meine unternehmerische Tätigkeit ansetzen? Kann ich das irgendwie in Verbindung bringen damit? Werde ich das irgendwie unternehmerisch nutzen? Wenn ja, dann kannst du das definitiv immer zumindest vielleicht teilweise als Betriebsausgabe anrechnen lassen. Super wichtig. Belege solltest du natürlich dafür aufbewahren. Ich weiß, man verliert mal schnell so einen Kassenbon irgendwo. Hier musst du natürlich darauf achten, dass du Belege sammelst. Denn falls du mal einen Beleg verloren kannst, gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Eigenbeleg zu schreiben. Jedoch, falls du vorsteuerabzugsberechtigt bist, kannst du mit einem Eigenbeleg nicht mehr die Vorsteuer vom Finanzamt wiederbekommen. Ist ein bisschen ärgerlich, da muss man 19% natürlich als Verlust sehen, aber dennoch kannst du das als Betriebskosten geltend machen und zwar dann den gesamten Betrag. So, des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden. Wichtiges Thema, Rücklagen, besprech das mal mit deinem Steuerberater. Vielleicht super wichtig für dich, falls du einen sehr hohen Gewinn gemacht hast, gibt es hier die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden. Was sind da zum Beispiel Beispiele? Rücklagen sind immer Dinge, die du quasi nach hinten verschiebst oder besser gesagt nach vorne verschiebst. Investitionen, die du vielleicht für das Unternehmen noch tätigen möchtest. Und da ist es in den meisten Fällen so, dass Unternehmer sich vielleicht einen Firmenwagen anschaffen möchten. Und diese möchten das vielleicht nicht sofort jetzt in diesem Jahr schon anschaffen, sondern vielleicht in dem nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Denn eine Rücklage für ein Kfz ist beispielsweise meines Wissens 3 Jahre in die Zukunft verschoben. Das heißt, du kannst 10.000 Euro beispielsweise jetzt als Rücklage bilden, das mindert in dem Jahr sofort deinen Gewinn, dementsprechend auch die Steuer und kannst in den nächsten 3 Jahren dir einen Firmenwagen anschaffen. Solltest du jetzt keinen Firmenwagen aber anschaffen, musst du natürlich wieder das Ganze ganz normal versteuern. Das solltest du bedenken. So, des Weiteren kommen wir zu der Übermittlung ans Finanzamt. Es gibt die Möglichkeit, eine Einnahmeüberschussrechnung zu machen, was die meisten ja machen, die ein Einzelunternehmen haben. Jedoch gibt es die Möglichkeit, auch eine freiwillige Bilanzierung zu machen. Ja? Eine Bilanzierung ist generell auch pflichtig ab gewissen Umsätzen oder Gewinnen. Das sagt ja auch der Steuerberater ab, wann das soweit ist. Jedoch gibt es vielleicht steuerliche Vorteile mit der freiwilligen Bilanzierung. Das heißt, du machst es freiwillig und dann gibt es verschiedene Strategien, wie du deine Steuer dementsprechend senken kannst, wenn du das Ganze bilanzierst. So, und zu guter Letzt, wie schon am Anfang angemerkt, die Rechtsform. Ja, das ist super wichtig. Falls du jetzt sehr viele Gewinne machst, wird das, wie gesagt, bei einem Einzelunternehmen immer in einen Pott gepackt, zu deinem Einkommen und wird als deine Einkommen, versteuert. Es ist denkbar,
Vielleicht, dass man eine Kapitalgesellschaft macht, zum Beispiel eine GmbH. Eine GmbH wird ungefähr circa mit 30% besteuert und dementsprechend hat man hier einen niedrigeren Steuersatz, als wenn man den mit mit einem Einzelunternehmen haben könnte. Da lass dich auch einfach mal von deinem Steuerberater beraten und der gibt dir dann Angaben dazu, ob es Sinn macht für dich oder dementsprechend nicht. So, und ja, das sind so die Punkte, die ich habe, um die Steuer zu senken. Und dementsprechend mach dir da einen Kopf, besprech das mal mit einem Steuerberater, schaue, dass du gewisse Ausgaben noch dieses Jahr erledigst, falls du einen hohen Gewinn hast, um deine Gewinne zu minimieren und deine Steuer auch dementsprechend auch zu minimieren. Und somit hast du auch weniger Steuern zu zahlen. In den Folgevideos zum Thema Steuern werde ich noch speziell auf gewisse Dinge wie zum Beispiel Unternehmensrechtsformen eingehen. Ich werde spezielle Dinge wie Betriebsausgaben nochmal besprechen oder auch Investitionen in Waren, aber auch natürlich viele andere Dinge wie zum Beispiel Bilanzierungen oder auch Einnahmeüberschussrechnungen. Das Ganze wird in den Folgevideos stattfinden. Zum Thema Steuern. Deshalb, um das nicht zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Falls dir das Video hilfreich war, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos für euch und für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Falls du noch mehr steuerliche Tipps und Tricks hast, dann gebe diese gerne unten in den Kommentar ab. Ich würde mich darüber freuen. Damit würdest du mir helfen, aber auch der ganzen Community, die hier zuschaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen, aber auch natürlich beim Steuersparen. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao.